Hinter mir sieht man jetzt die Yamaha Wall of Fame mit den Heroes des Yamaha Rennsports der letzten Jahrzehnte. Wie dieses Jahr das Konzept, die Idee der Rally Queen an uns herangetragen wurde, ja, war man natürlich gerne bereit, unseren Teil dazu beizutragen und dieses Konzept zu unterstützen. Ich persönlich freue mich sehr, dass mit Julia Schrenk da wirklich eine ausgezeichnete, junge, talentierte Fahrerin gefunden wurde, die wir da auch gerne unterstützen. Also die körperliche Fitness ist extrem wichtig, weil man sitzt stundenlang am Motorrad, hat nachts nur kurze Regenerationsphasen. Dann, wenn man einmal auf einer Düne hängen bleibt und sich ausgraben muss, also ist körperlich extrem anstrengend und jeder, der da mitfährt, muss wirklich körperlich absolut fit sein. Der erste Eindruck war eine ganz schlanke, junge Frau, wo man nicht im ersten Moment daran denkt, dass sie diesen Sport betreibt. Und natürlich auch andere Sportarten, in denen sie sehr gut ist, aber anscheinend ist sie körperlich so fit, dass sie, egal welchen Sport sie anfängt, immer ganz vorne mit dabei ist. Und wir sind auch sicher, dass sie das im Rallye-Sport oder im Enduro-Rennsport sein wird. Wir werden sicherlich aus dem Hause Yamaha das Unsere dazu beitragen, dass wir Julia zum Erfolg verhelfen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Julia sich ganz exzellent schlagen wird und wir drücken ihr alle Daumen im Hause Yamaha. Aber das ist halt ein Abenteuer, auf das ich mich jetzt freue. Mhm. Und die Chance kriegst du halt nur einmal im Leben.